Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren grandiosen, tollen, überragenden DLC-Special von Tokyo Jungle. Juhu! Und zwar, damit ich nicht mehr in die Bredouille komme, diesmal zeige ich es euch einfach. Okay, die meisten wissen es von euch. Es gibt Menschen. Wow! Oh mein Gott! Also es hat mich auch total geflasht, wie auch immer, dass es Menschen gibt. Total cool. Wir spielen aber der Reihe nach. Hahaha. Letztes Mal hatten wir den Säbelzahntiger. Ja, sonderlich weit bin ich nicht mehr mitgekommen. Naja, was soll's. Und wir spielen mit dem Homo Erectus. Der... Ich laber jetzt keinen Scheiß und ich weiß auf jeden Fall, dass es einer unserer Vorfahren ist. Welcher, weiß ich jetzt auch nicht genau. Auf jeden Fall ist das der Homo sapiens sapiens eigentlich und das ist der Homo erectus, kein Plan. Wie auch immer. Wenn man sich mal die Stats anguckt, mehr Leben, mehr Angriff, mehr Verteidigung, mehr alles eigentlich. Eigentlich würde es viel mehr Sinn machen, mit dem Mensch zu spielen. Egal, wir spielen jetzt trotzdem den Homo erectus. Und gucken, wie weit wir als halb Mensch, halb Tier kommen. Das ist ja diese grandiose Zwischenstufe zwischen Mensch und Affe. Wer von euch übrigens nicht dran glaubt, naja. Sei's drin. Das sieht absolut geil aus. Absolut so, wie ich mir das vorstellen würde. Fantastisch. So weit runterbeugen kann ich mich übrigens nicht, obwohl ich Tänzerin bin. So, gucken wir uns den Kleinen doch mal an. Geil. So sahen die alle auch mal aus. Leben 350. Oh, das ist ja schon geil. Tempo 200. Verteidigung 40. Oh, das ist ja schon mal ganz gut. Ziehen wir coole Dinge an. Eigentlich müssen wir gar nicht so... Doch, den Hunger müssten wir mal verbessern. Aber damit kann ich nichts machen. Dann ziehen wir eine Antenne an. Das sieht gut aus. Also den Hunger kann ich eigentlich nicht... Hier kann ich den Hunger beeinflussen. Ich kann mir überhaupt nichts anziehen, ey. Das ist doch kein Pulli. Nee, den... Na, das bringt ja alles nichts. Ah, da. Da. Das ist natürlich sehr bezeichnend, wenn er die Tierkleidung tragen kann. Schicke Jacke. Ach ja, dann machen wir das. Aber mit dem Hunger kann ich leider nichts machen. Ah, dann kann ich mit dem Hunger halt nichts machen. Oh ja, Herausforderungsliste. Das gibt es ja auch noch. Katzenrevier erobern. Hier steht natürlich nicht wo. Das wäre ja zu einfach. Ach, das ist ja gleich. Und den Smoking kriege ich sowieso niemals. Okay, also mit dem kann ich leider nichts freispielen. Schade. Naja, dann versuchen wir einfach so gut wie möglich zu sein. 3000 Kalorien, 15 Tiere, Katzenrevier. Gucken wir mal, wo es am meisten gibt. Oh, ich bin Fleischfresser. Okay, das ist interessant. Dann gehen wir nach links. Also eigentlich sind wir Menschen ja Omnivoren. Also das heißt, wir können alles essen. Wir sind sowohl Pflanzen als auch Fleischfresser. Aber es macht Sinn, dass er Fleischfresser ist, weil Fleisch einfach, es ist einfach so, hat einfach viel mehr Kohlenhydrate und viel mehr Kalorien und stärkt einfach auf längere Zeit. Ja. Ich bin persönlich Vegetarier, aber mir ist es egal, was Leute essen. Also ich bin da nicht einer von dieser militanten Sorte und stehe daneben und rümpfe die Nase, wenn jemand seinen... Oh, die rennen von mir weg. Ah ja, natürlich. Oh, aber oh, das ist ja mal ätzend. Ich will aber den Hasen da kriegen. Hä? Oh, 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 das ist ja geil. Oh, fett. Ich kann ihn essen. Na gut. Wie gesagt, ich stehe nicht daneben und rümpfe die Nase, wenn jemand sein Fleisch isst. Soll er machen, wie er will. Ich versuche niemanden zu bekehren, solange mich niemand zu bekehren versucht. Meine Tante hat das immer ganz gern gemacht. Hat gesagt, Kind, ist doch nur eine Phase. Bist doch gar nicht satt. Also ist jetzt mit dem russischen Akzent gesagt, aber so ungefähr klang das. So, ich will jetzt mal wissen, wie so ein Tarnbiss bei einem Homo erectus aussieht. Falls ich den hinkriege. Oh, komm, ey. Also, es ist okay. Also, ich beiß ihm offenbar die Kehle durch. Das ist interessant. Oh, der braucht aber ganz schön viel zu fressen. Und er ist aber auch stark genug. Da ist Jungle Fan 24. Das merke ich mir, wenn ich jemals so weit kommen sollte. Ich meine, ich wollte die Säbelzahn... Ups, Entschuldigung. Ich sollte aufhören zu essen, bevor ich aufnehme.
Ich wollte die Säbelzahntiger-Folge ursprünglich auch länger machen, aber dann habe ich ja dann leider einen rühmlichen Abgang hingelegt. Okay, ich beiße wie ein ganz normales Chili-Killer durch, okay. Also wie weit wissenschaftlich korrekt das ist, weiß ich nicht, ist mir auch egal. Es spielt sich auf jeden Fall echt gut mit dem Homo Erectus, das ist cool. Ja. Mich interessiert eher, wie sie dargestellt sind, weil ich bin keine Biologin, ich bin Ethnologin. Es ist übrigens extrem krass, wie sich mein Verhalten gegenüber manchen Dingen geändert hat, seit ich studiere. Ich wollte eigentlich, das kann ich ja jetzt offenlegen, ursprünglich war Ethnologie ja nur so eine Notlösung. Ich habe gedacht, naja, zulassungsfrei, komm, meldest dich mal an, mach's mal was. Oh, wie krass der ist, ey. Ich habe zweimal geschlagen und dann rumgebissen. Ist ja krass. Wie gesagt, war Ethnologie ursprünglich eine Notlösung, die ich gewählt habe. Aber inzwischen muss ich sagen, dass mir erstens das Fach total viel Spaß macht und ich meinen Doktor darin machen möchte. Das habe ich schon im ersten Semester gesagt und bin jetzt fast im dritten. Und zweitens verändert es die Sicht auf manche Dinge einfach ganz kolossal. Also zumindest bei mir habe ich gemerkt. Das ist ganz, ganz interessant, weil die Ethnologie beschäftigt sich ja mit Völkerkunde. Also du guckst ja an, wie Völker funktionieren. Und es gibt bestimmte Dinge, die du in der Ethnologie oder auch generell eigentlich nicht tun oder sagen darfst. So zum Beispiel so Sachen wie Rasse darfst du in der Ethnologie nicht sagen. Es ist auch schwachsinnig, von Rasse zu sprechen, sondern von menschlichen Rassen. Weil das ist einfach rassistisch, wie der Name schon sagt. In der Ethnologie achtest du aber ganz besonders darauf, weil im ersten Semester hat mein Prof mir gesagt, die Ethnologie ist das Fach gegen Rassismus. Und das merkst du halt mit jedem Semester immer mehr. Und deswegen achtest du halt erstens sehr auf deine Wortwahl. Und zweitens fängst du an, sehr interessante, kann ich mich nicht paaren? Ich kann mich nicht paaren. Warum kann ich mich nicht paaren? Okay. Jetzt bin ich raus. Wovon hatte ich's denn? Alter, du achtest auf deine Wortwahl und du siehst Rass oder... Ne, was heißt, du siehst Rassismus? Aber du siehst problematische Darstellungen da, wo sie eigentlich nicht beabsichtigt sind. Jedenfalls hat sich mein Verhalten und mein Blick auf bestimmte Dinge ganz, ganz radikal geändert, seit ich Ethnologin bin. Was heißt das, seit ich ethnologisch studiere? Es ist immer so, meine Tutorinnen und meine Profs sagen immer ganz gerne, ihr Ethnologen, aber das ist halt immer so eine Sache, sich als Ethnologe zu bezeichnen, wenn du eigentlich noch gar keinen Titel hast. Das ist wie wenn du sagst, ich bin, keine Ahnung, ich bin Künstler und hast ein Strichmännchen gemalt. So kommt mir das immer vor. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich fange dann an, mich Ethnologin zu nennen, wenn ich meinen Bachelor gemacht habe. Das ist auch noch ein Arsch voll Arbeit, dauert auch noch lang genug. Und ich denke, das ist dann Leistung genug, dass ich sagen kann, ich bin eine Ethnologin. Also ich denke nicht, dass ich meinen Doktor machen muss, bevor ich mich so nennen kann. Aber es ist halt immer so, weißt du, du sitzt im zweiten Semester, hier hast du nichts, eine Ahnung, und dann bist du Ethnologin. Also so sehe ich das jetzt nicht. Ich habe mich ja auch nie als Mathematiker gesehen, wenn ich es mal doch geschafft habe, eine Algebra-Aufgabe zu lösen. Ich war ja in Mathe die totale Niete, also so die richtig, richtig, richtig krasse Niete. Hab's nie gepackt. Das war ganz interessant, das war in Physik nämlich auch so. Aber erst ab der 8. Klasse oder so. Vorher war ich ich kann mich nicht paaren, das ist ja total bescheuert. Vorher war ich in Physik sehr gut und ich war auch in Mathe sehr gut. Das waren sogar mit meinen Lieblingsfächer. Interessant, gell? Und dann das ist jetzt keine Ausrede, ist es mit den Lehrern gekommen, dass ich auf einmal total kacke geworden bin. Und dass ich von nichts eine Ahnung hatte. Das sind voll Riesenkatzen. Ja. In Mathe hatte ich einen Lehrer, der hat uns sehr wichtige Lebenslektionen beigebracht, aber von Mathe, naja, hatte ich danach keine Ahnung mehr. Und in Physik war es genauso. Ich war in Physik vorher super, hatte es sogar als Wahlpflichtfach. Das heißt, Wahlpflichtfach ist, wenn du ein Fach belegen musst, aber dir aussuchen kannst, welches. Dann hatte ich halt Physik genommen und war darin voll gut und alles. Und dann mit der 8. Klasse, naja.
Und inzwischen habe ich halt immer noch von nichts eine Ahnung. Aber dafür weiß ich andere Sachen. Oh, ich krieg die Steuerung gerade null gebacken, weil ich zu Hause, also weil ich nebenbei, was heißt zu Hause, weil ich nebenbei Lollipop Chainsaw spiele, jetzt seit gestern, angefixt bin von diesem Spiel, wie Bolle. Das ist so absolut japanisch einfach. Anders kannst du es gar nicht beschreiben als japanisch. Das ist so ein absolut kaputtes Spiel. Das ist so geil. Ich liebe es jetzt schon. Ich habe es nach der ersten Minute total geliebt. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, außer total japanisch und abgefuckt und einfach nur total kaputt. Total geil. Es gibt es für ein 20. Ehrlich, Leute, holt euch. Das ist einfach nur geil. Es ist bunt, es ist total mädchenhaft und das ist einfach nur geil. Jedenfalls bin ich davon total angefixt. Und spiele es die ganze Zeit nur. Also ich bin echt so am Zombies zerslashern, was es ja schon mal sowieso auch richtig macht. Ich meine, mit Zombies kannst du nichts mehr falsch machen. Das hat halt irgendwie eine ganz andere Steuerung als hier Tokyo Jungle. Was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich jedes Mal mich neu auf eine Kamera einstellen muss. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie ist es in letzter Zeit so, vielleicht liegt es am Alter, was weiß ich, dass ich mich jedes Mal neu auf, besonders auf die X-Achse umstellen muss. Weil die Y-Achse ist bei mir invertiert, grundsätzlich. Anders kann ich nicht spielen. Aber die X-Achse ist irgendwie ganz anders. Ich habe früher immer mit invertierter X-Achse gespielt, weil ich es anders nicht konnte. Und weil es halt bei den Rollenspielen irgendwie früher halt so war. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich kann mich immer noch nicht paaren, das ist ja total bescheuert. Und dann habe ich angefangen, partiell die X-Achse zu lassen, wie sie ist. Also zum Beispiel, wenn ich Far Cry spiele, ist die X-Achse, wie sie ist. Oder wenn ich doch mal in irgendeiner Weise einen Shooter anfassen sollte, der nicht Far Cry ist, rein zufällig, ist die Achse auch nicht invertiert. Und wenn ich bei Lollipop Chainsaw ziele, ist sie auch nicht invertiert. Aber wenn ich spiele, schon. Das ist ganz seltsam. Ich kann mich irgendwie nicht darauf einigen, was für eine X-Achse ich jetzt möchte. Deswegen bin ich die ganze Zeit alle 5 Minuten am Optionen aufrufen. Das habe ich ja bei Tokyo Jungle zum Glück nicht. Das habe ich auch bei Rune Factory übrigens nicht, weil die X, weil der rechte Stick da irgendwie überhaupt keine Funktion hat und einfach nur da ist und du halt die Kamera nicht drehen kannst, was ich eigentlich mal total bescheuert finde, aber andererseits eigentlich ganz gut, weil ich mich dann wie gesagt ständig umstellen und die Optionen alle 3 Meter ändern muss. Was ist denn das? Ach, die rennt von mir weg. Ja, aber wie soll ich denn die Generation ändern, wenn ich mich nicht fortpflanzen kann? Oder wollten die einfach nicht zeigen, wie ein menschenähnliches Wesen sich fortpflanzt? Weil ich frage mich auch bei Menschen, wie das mit der Fortpflanzung, schweres Wort, funktioniert und wie sie das machen wollen. Ich meine, die können doch nicht einfach zeigen, wie er hier Humpy Humpy macht. Das geht doch nicht. Vor allem bin ich ja jetzt schon Boss und bleibe ich dann halt einfach Boss? Da steht doch Kalorien 0. Achso, weil ich jetzt das Boss geworden bin. Naja, dann bleibe ich halt der Wackelarsch mit der Windel, was soll's. Also ich denke, sie wollten einfach nicht zeigen, wie ein bereits menschenähnliches Tier sich fortpflanzt. Dass es denen irgendwie, keine Ahnung, ethisch zu prekär war, was weiß ich. Gibt ja immer solche Maßstäbe, mit denen gemessen wird. Naja, gut. Naja, wer bin ich darüber zu richten, dann im Prinzip ist es mir egal, ob ich mit dem oder anderen rumlaufe, es ist halt irgendwie blöd, dass wenn ich dann auf irgendwelche Panther oder sonstiges Getier treffe, ich dann halt alleine bin und nicht zu fünft. Ich meine, ich denke, stark genug bin ich, weil ich konnte ja auch einen Zebra umlegen, aber trotzdem, wenn dann halt irgendwie 5 Panthern kommen, hätte ich auch gerne 5 Homo Erectus. Ist ja auch egal. Homo Erectusse, so. Das sieht voll bescheuert aus, wie der springt. Aber wenn ich dann verminderte Fähigkeiten aufgrund des Alters kriegst, dann kacke ich aber die Wand an. Das kann ich euch versprechen. Ah, hier. Heldenmaske. Die kriege ich aber auch irgendwie ständig in den Arsch geschoben. Das ist unfassbar. Ich habe jetzt bestimmt schon irgendwie 20 Millionen Heldenmaske. Ist unfassbar, wie man die kriegt. Dabei brauche ich die nicht mal so sehr. Ich trage die nicht. Ich trage viel lieber... Entschuldigung. Ich sag ja nicht mehr Essen vom Aufnehmen. Ich trage viel lieber irgendwelche blöden Accessoires. So, das dürfte ich ja jetzt geschafft haben. Nach Dogensaka gehen 7 und markieren. Dann kann ich ja die Markieren-Aufgaben hier aber auch gar nicht alle lösen, oder? Gucken wir einfach mal. So.
Sprünge. Da muss ich noch 8-mal markieren. Und da muss ich noch 10-mal markieren. Das funktioniert doch gar nicht. Also wenn ich jetzt noch... Sagen wir mal, ich möchte alle Aufgaben machen, ja? 7-mal markieren. Und 8-mal markieren sind 15-mal markieren. Und dann nochmal 10 sind 25. So. Außenbezirk sind 4. Wald sind 4. Sind 8. 1, 2, 3, 4, 5 mal 4 sind 20. Sind 28. Okay, ja, doch funktioniert. Ja, trotzdem voll bescheuert. Das war jetzt übrigens auch das höchste der Gefühle, was ich in Mathe noch hinkriege. So ein paar ganz gammlige Addieren und Multiplizieren Aufgaben. So richtig gammelig, also. Für alles andere gibt es einen Taschenrechner. Vor allem in der Ethnologie muss ich mich überhaupt nicht mit Zahlen auseinandersetzen. Das Schlimmste, was ich da machen muss, sind irgendwelche Jahreszahlen und Seitenzahlen. Aber das ist irgendwie echt nicht der Rede wert. Was muss ich nochmal machen? 7 markieren und fressen. Alle klar, ist machbar. Und ja, deswegen ist mit Rechnen bei mir irgendwie auch nicht so viel. Also zumindest muss ich nicht viel. Ab und zu muss ich halt noch irgendwie meine CP zusammenrechnen und gucken, wie viel ich im Semester machen muss, damit ich mit meinen CP hinkomme. Aber sonst. Hallo Lili. Wenn ich es weinen hört, ist meine Katze, die will raus, aber ich möchte sie nicht rauslassen, weil dann, ich wette, sobald ich sie rauslasse, kommen eh die Hunde angerannt. Ich sag ja, meine Nachbarn haben Hunde und die kommen immer angerannt. Jedes Mal. Die Büffel in Shibuya Außenbezirk beginnen zu, was? Zu wandern. Was heißt das denn für mich? Dass hier jede Menge Büffel sind. Wollen wir da mal hingehen? Scheißen auf die Herausforderungen, gehen da hin? Ja, mein Gott. Ist ja blöd, wenn ich mich an den Herausforderungen orientiere. Wenn es irgendwelche coolen Events gibt. Naja, dann gehen wir in Shibuya Außenbezirk. Ach, hier ist überall gesmockt. Ach, das ist doch bescheuert. Das ist doch bescheuert. Ach, hier ist jetzt nicht mehr gesmockt. Naja. Umso besser. Ich beschwere mich nicht. Das sieht halt irgendwie... Oh. Oh, das ist bescheuert. Oh, das ist bescheuert. Das ist nicht so gut. Lilly, nicht auf den Laptop, bitte. Schatz, nicht auf den... Augenblick! Lilly! Lilly, komm her! So, komm her. Leg dich hin, Schatz. Machst du bequem. Lecker beim Teller. So. Gefahr abgewendet. Ich bin ja normalerweise nicht so ein Ausweicher, aber bei Lollipop habe ich die Chance auszuweichen. Was ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen vermisse. Hoffentlich kommt der Bär nicht da drüber. Oh nein. Oh nein, nein, nicht. Nein, nicht. Ach, scheiße. Okay, das ist nicht gut. Aber wenigstens habe ich keinen Hunger mehr. Ich bin total vergiftet, aber ich habe keinen Hunger mehr. Nicht vergiftet sein? Alles klar. Leg dich hin, mein Schatz. Okay. Wie gesagt, es tut mir voll leid, dass ich sie nicht rauslasse, aber wenn die Hunde kommen, da rutscht mir das Herz in die Hose. Ich habe einfach wahnsinnig Angst davor, besonders weil, ich habe euch, glaube ich, mal von den Hunden erzählt, meine Nachbarn haben einen großen Hund, das ist die Daisy, und einen kleinen Hund, das ist die Maluschka. Das ist irgendwie so ein, oh, ich kenne mich mit den Rassen überhaupt nicht aus, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall so ein ganz kleiner, so ein Wadenjuckler halt. Und die Daisy ist voll lieb, gell, hat alle total gern, aber die Malu... Die ist eine Kampfsau, die hasst alles und frisst alles und also die ist eine richtig böse. Und deswegen, vor der Malu habe ich halt Angst, weil die meine Lilly, glaube ich, einfach fressen würde. Vor allem, weil Lilly einfach überhaupt nichts aushält. Die stirbt einfach, wenn du sie nur anguckst von halb. Und deswegen, es tut mir wahnsinnig leid, aber zu ihrem eigenen Besten. Deshalb die Katze mal böse auf mich. Dafür lasse ich sie manchmal vorne aus der Tür raus. Besonders gerne, wenn es regnet oder schneit. Weil sie dann auf der Türschwelle sitzt, mit dem Schwanz wedelt, Angst vor allem hat und dann fällt ihr so eine Schneeflocke auf die Nase und dann rennt sie wieder rein, die kleine Nuss. Ist halt mein Liebling, gell? Jetzt liegt sie neben mir und unterstützt mich seelisch. Okay, also verminderte Fähigkeiten aufgrund des hohen Alters habe ich nicht, vermehren kann ich mich nicht, das heißt also, es ist gewollt, dass ich alleine durch die Gegend stapfe. Also ich kann nicht sagen, dass ich davon begeistert wäre.
Aber wenn die Leute das wollen, dann wollen sie es. Und mein Ohr juckt schon wieder, aber diesmal das linke. Normalerweise ist immer das rechte, das juckt. Jetzt ist es das linke. So, und ich hoffe und bete einfach, dass mein Elgato nicht abstürzt, weil das wäre nämlich blöd. Gucken wir mal kurz. Also, die Herausforderung ist auf jeden Fall noch aktiv. Ja, dann gucken wir doch einfach mal, würde ich mal behaupten. Wie weit wir damit kommen und wohin eigentlich. Also, ich weiß nicht, was diese Herausforderung von mir möchte. Ja. Naja. Haha, oh, ich würde den so gern essen. Ich finde ja auch, wie gesagt, generell Pilze eigentlich ganz niedlich, aber irgendwie, irgendwie, nee. Und ein Yoyogi-Park. Ich kann dabei in die Kanalisation unten. Ah ja, dann machen wir das, dass ich dann, vom Shibuya Außenbezirk, was ist man sagt, vom Shibuya Außenbezirk dann in die Kanalisation lade und mich da ein bisschen gütlich tue. Weil das ist ja auch irgendwie blöd, wenn ich die ganze Zeit nur hier oben in den gleichen Gebieten rumlade. Das ist ja langweilig zuzugucken. Und ich möchte irgendein großes Tier irgendwie. Ich meine, ich habe ja jetzt schon ein Zebra erlegt. Was gibt's denn noch? Der Bär hat mich gefressen. Was gibt's denn Mittleres zwischen Zebra und Bär? Ein Gepard oder so. Ja, so ein Gepard oder so wäre mal ganz geil. Oder ich probiere echt mein Glück mit dem Bild. Ach du Scheiße. Nee, da habe ich Scheiß gebaut. Okay, das war blöd. Das war blöd. Das war wirklich. Oh. Puh. Da habe ich Scheiß gebaut. Okay, wir merken uns, diese Herausforderung ist nicht, wenn man als einzelner Homo erectus durch die Gegend latscht. Weil einem dann alle Eier ausgerissen werden, die man hat. Okay, cool, ich hätte es euch gern gezeigt, aber als einzelner Homo erectus. Ach, du Scheiße, guck dich das an. Guck dich das an. Oh, fuck. Guck dich das an, ey. Scheiße. Die sind dann aggressiv auf mich, gell? Oh, nein, 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 nein. Und tschüss. Das ist ja geil. Ich spiele mit dem Feuer. Absolut geil. Okay, cool. Ja, super. Ich laufe jetzt wieder hoch, gell? Das mache ich jetzt nicht nochmal weiter. Geil wäre es gewesen, aber nee. Ich meine, das bringt mir am Ende, glaube ich, sowieso nichts, außer dass ich halt irgendwie kolossal zerstampft werde. Und wie Mufasa eine Schlucht ende. Und irgendwie das Video nach 20 Minuten dann zu lassen, ist ja auch irgendwie dann bescheuert. Vor allem will ich nicht nochmal von vorne anfangen, weil ich jetzt schon so alt bin. Aber ich muss aufpassen, dass ich die Trophy nicht kriege, weil ich daraus ja eigentlich ein ganz anderes Special machen wollte und auch nicht als Homo erectus die Trophy kriegen wollte. Apropos Trophy, ich spreche es einfach nochmal an. Ich habe jetzt schon ein paar Vorschläge gekriegt. Unter anderem, was habe ich gekriegt? Löwe habe ich gekriegt, Mensch habe ich gekriegt. Soll ich spielen, wenn ich mich an die Trophy fürs 100 Jahre Überleben mache? Mensch wird sich zeigen, wie gut ich mit ihm umgehe. Wenn ihr mich allerdings leiden sehen möchtet und wenn es halt in der Überzahl bleibt, werde ich den Mensch spielen. Das ist in Ordnung. Wenn ihr mir allerdings eine Chance lassen wollt, schickt ihr noch mehr Vorschläge ein. Also mit Löwe kann ich mich dann doch besser anfreunden. Dann hieß es noch, sei ein mittelgroßes Tier, weil du dann in die Kanalisation kommst. Aber keine Hyäne. Das fand ich sehr nett. Hip-Hop-Hemd. Wobei es aber irgendwie ja Sinn machen würde, die Hyäne zu sein, weil ich die einfach schon so im Vergleich kolossal gelevelt habe. Aber irgendwie habe ich keine Lust auf dieses Tier und level lieber was anderes. Also wie gesagt, schickt mir fleißig eure Vorschläge, weil es sowieso noch dauert, bis ich diese Trophy anfange. Ich sammle die Vorschläge dann und zu gegebener Zeit werte ich es dann aus. Ich spreche es am besten dann vorher noch, kurz davor nochmal an. Und werde mich dann eurem Willen beugen. Ja, so viel dazu. Gut. Ja, was machen wir denn eigentlich weiter? Was für Herausforderungen habe ich jetzt nicht geschafft? 7-mal markieren, ja. Ich denke. Nee, irgendwie in Shibuya Einkaufsbezirk möchte ich, glaube ich, lieber nicht. Wobei doch, aber nee, ich möchte oben lang. Weil da unten lang war ich schon so viel. Die schicken einen irgendwie ganz komisch rum die ganze Zeit. Oh mein, oh ja, warte mal. Ätzend. Ja gut, was soll man machen, wenn das Ohr juckt? Oh, jetzt juckt das andere. Ist ja scheiße. Entschuldigung, wenn ihr es denn gehört habt.
muss die ganze Zeit aufstoßen. Dabei habe ich, ein Erdnussbutter-Marmeladenbrot gegessen. Oh, dass man davon so aufstoßen muss, ist ja total krass. Was bringt mir denn bitte ein Reisebett, wenn ich mich nicht mal paaren kann? Oder ich kann mich erst ab einem bestimmten Alter paaren. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ich irgendwie mich erst ab 30 oder so paaren kann. Oh Gott. Mein Ohr, sorry. Okay, dann gucken wir einfach, dass wir 30 Jahre überleben. Und schauen wir, ob wir uns dann paaren können, weil irgendwie... Also ganz ohne Paarung kann ich mir das irgendwie nicht vorstellen. Das ist ja auch irgendwie total sinnlos, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Okay, gucken wir, wie weit wir kommen. Oh, sorry. Total ätzend, ich weiß, sorry. Aber ich kann nichts dafür, so kann ich mich nicht konzentrieren. Ist ja schon schlimm genug, wenn meine Beine jedes Mal einschlafen, weil ich blödes Kind im Schneidersitz hier rumhock. Aber ich setze mich dann halt immer so ganz leger im Schneidersitz hin, aber das Ding ist halt, wenn ich halt eine Stunde so sitze, dann machen meine alten Beine das nicht mit. Aber ich mag mich auch gar nicht anders hinsetzen, weil ich so ganz gerne sitze. Und vor allem tut mir mein Rücken weh, wenn ich mich anders hinsetze. Ja, ich bin irgendwie schon älter, als mein biologisches Alter erahnen lassen könnte. Oh mein Gott, ich sitze einfach auf, mich wegzuschieben, wie blöden Tiere, ey. Ich gehe jetzt in die Kanalisation, was habt ihr jetzt davon? Die finde ich nämlich eigentlich jetzt inzwischen so ganz cool, wo ich sie so ein bisschen besser kenne. Ach, mal markieren, das kann ich nämlich da auch machen. Oh, was ist das denn hier, ne? Oh, oh, oh. Super. Superbe. So, na, dann gucken wir mal, wohin der Weg mich zieht. Tralila. Okay, wohin wollen wir eigentlich? Wollen wir nach unten oder nach oben? In die Untergrundanlage würde ich... Ja, wir gehen in die Untergrundanlage, weil ich von da nämlich wissen möchte, wie zum Teufel ich in den Yogi-Park unterirdisch komme. Also Richtung Untergrundanlage. So, wir geht's hier langsam. Beschlossene Sache. Gibt's hier überhaupt was? Ah, super. Vor allem ist die Kanalisation auch so winzig und unverwinkelt. Wobei, da ist ja schon mal was. Das ist bestimmt so ein... Wie heißt das Tier? Stachelschwein. So heißt es. Dass ich mir dann zu Gemüte führen kann. Nee, ist ein Hase. Wie kommt denn der da unten hin? Na, ist ja wurscht. Oh Gott, ich muss mich aufstrecken. Ah, ich sag ja, ich bin alt. Ich bin alt. Oh fuck. Oh ja, komm, ey. Jawohl. Oh ja, doch, schick deine. Schick alle Leute her. Ah, kommt. Okay. So, an dieser Stelle möchte ich noch möchte ich erklären, warum ich nicht immer auf Kommentare oder Nachrichten antworte. Weil ich wette, dass manche Leute von euch denken, ey, diese blöde Alte antwortet nicht auf meine Kommentare, obwohl sie es am Anfang so regelmäßig gemacht hat. Klingt wie eine blöde Ausrede, aber ich komme jetzt in die harte Phase bei der Uni von wegen Klausuren und Hausarbeiten und hast du nicht gesehen. Und das stresst mich ziemlich. Ich hatte jetzt letztens eine Projektarbeit, ey, die hat mich fast an Nervenzusammenbruch gebracht. Die war so abartig. Und da bin ich halt immer einfach nur froh, wenn ich am Wochenende aufnehmen kann, meine Stunde oder so. Und dann quasi mein Wochenpensum erfüllt ist und dann... Weiß ich nicht, ich bin einfach nicht in der... Einfach nicht in der Stimmung, Kommentaren zu antworten, weil ich entweder nur Scheiße schreiben würde oder patzig sein würde oder sonst irgendwas. Und bevor ihr irgendeine Kackantwort von mir kriegt, denke ich mir, kriegt ihr lieber keine. Das ist zwar blöd, aber ich habe heute auf ein paar Kommentare geantwortet, die schon ein bisschen älter sind. Oh nein, nicht gut. Nicht gut. Ich kann es aber probieren. Oh, oder auch nicht. Oder ich probiere es. Oh nee. Oh, 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 oh. Oder? Na? Okay, nein. Oh, dann lassen wir das sein. Dann lassen wir das einfach so, wie es ist. Lass uns da sitzen und kümmern uns nicht um das... Oh, dann ist... Oh, oh, oh. Friss den Hasen. Ah, das ist der Hase. Scheißegal. Okay, nicht cool. Wo bin ich? Ach, da. Okay, ich muss jetzt da oben lang und gucken, wo ich dann lande. Ach, fucke Doodle. Kann ich da hoch? Oh, geil. Absolut geil.
Und jeder folgt mir. Oh, nein, hat sich gecheckt. Fantastisch. Fantastikerisch sozusagen. Oh, da sind Affen. Aber eigentlich bin ich mit denen verwandt. Prinzipiell. Und ich habe jetzt einen Arsch voll Glück gehabt, dass sie mich nicht angegriffen haben. Das passiert nämlich auch ganz gerne mal. Weil besonders Paviane sind voll aggressive Tiere. Also die Affen mit den roten Hintern, die sind richtig fiese Tiere. Ich glaube, es sind sogar Paviane in Japan. Oder rot. Nein, das sind Rotgesicht-Makaken. Oder? Jedenfalls. Ach, da lang. Ah. Naja, jedenfalls irgend so eine Affenart in Japan. Setzt sich immer in die heißen Quellen und es wird den Leuten geraten, dann nicht baden zu gehen, weil die Affen voll aggressiv sind und die Leute dann schlagen und beißen. Das ist aber voll krass, wenn man sich das mal so vorstellt. Also sitzt so ein Affe in der Quelle und schlägt dich einfach, wenn du dich reinsetzen willst. Das ist schon krass. Und Paviane sind halt richtig aggressiv, weil ich finde die auch total gruselig mit ihren riesigen Zähnen. Das sind einfach voll die gruseligen Tiere. Also mit Pavian würde ich mich auch freiwillig nicht anlegen wollen. Es gibt so Tiere, da denkst du, ah ja, komm, so ein Affe oder so ein Nilpferd oder so, aber die sind voll mies eigentlich. Und da möchte ich mich auch nicht mit denen anlegen. Also es gibt so Tiere, da gebietet dir dein gesunder Menschenverstand. Mach's bloß nicht wie zum Beispiel irgendwelche Löwen oder so. Aber dann gibt's schon wieder, ah nein! Und dann gibt's schon wieder so Tiere, wo du es eigentlich gar nicht erwarten würdest. Ich hab Hunger, ja, ich weiß, danke. Hier gibt es leider nichts, aber ich will markieren, um zu gucken, ob ich mich endlich mal bitte fortpflanzen kann. Wobei ich einfach auf der Karte gucken kann. Ach, das wird mir nicht angezeigt. Hm, naja. Aber ich kann was trinken. Hier ist zum Glück alles so groß, es kann gar nicht verschmutzt werden, weil es alles so gigantisch ist. Ja, gucken wir mal, ob wir uns paaren können. Das wäre voll dumm, wenn ich mich nicht paaren könnte. Das fände ich einfach mal überhaupt nicht lustig gerade. Ich will mich paaren, bitte. Also nicht ich, sondern der Affe. Nee, Homo erectus, um politisch korrekt zu bleiben. Ist ja kein richtiger Affe. Ich sage, ich achte auf meine Ausdrucksweise, seit ich studiere. Und da ist es halt auch echt entscheidend. Oh, 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 oh. Was du sagst und wie du sagst. Ich kann mich nicht paaren. Fantastisch. Ich dachte, er sieht mich nicht. Kann ich den jetzt endlich mal fressen, bitte? Ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Ach, scheiße. Scheiß auf den Löwen, ehrlich, ey. Scheiß auf den Löwen. Lass jetzt hier... Oh, ich wollte gerade sagen, lass jetzt hier bitte nicht nur Löwen rumlaufen. Okay, der kommt. Und weg. Aber der hat seine Powerpranke benutzt. Und meine Leben regeneriert. Wir wollen mal auf den Sack gehen. Das ist ein Strauß. Krieg ich den Strauß? Wenn er wegrennt, krieg ich den nie wieder. Ich krieg den aber auch nicht. Und der Löwe. Oh, auf den Strauß. Oh, der läuft ja total geil. Oh, da freue ich mich drauf. Strauß wird geil. Und kann der Löwe mich jetzt mal bitte einfach in Ruhe lassen? Geh einfach weg. Geh einfach weg. Geh weg. Aber wobei, wenn er mir folgen möchte, dann oh, hole ich ihn mir halt. Jetzt sind es aber mehrere Tiere, die mich verfolgen. Oh, oh. Naja, mal gucken, wie die Folge, wie lang die Folge jetzt noch wird. Ah, 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 ah. Also prinzipiell habe ich ja. Oh, oh, oh. Ich kann jetzt gerade nicht gucken. Nein, 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 nein. Nicht tot sein, bitte. Nicht tot sein. Also prinzipiell habe ich jetzt schon 33 Minuten. Das ist eigentlich in Ordnung, aber wenn ich die Wahl habe, mache ich dann doch lieber noch ein paar Minuten. Okay, ich gucke, wie weit ich komme. Ich nehme jetzt mal ein Item, weil das soll jetzt hier nicht so knauserig sein. Da ist der Strauß. Den hole ich mir. Ach, das ist gar nicht mein Strauß. Den hole ich mir trotzdem. Oh, das ist der andere. Oh, das ist gar nicht mein Strauß. Habe ich mir jetzt beide geschnappt? Jetzt habe ich mir beide geschnappt. Ist ja fett. 10.000 Kalorien, ey. Ja, wenn ich dir in einem Tag... Na, wobei, der frisst innerhalb von 30 Jahren. Naja. Ich wollte gerade sagen, wenn ich innerhalb von einem Tag 30.000 Kalorien fressen würde, würde ich meines Lebens nicht mehr froh werden. Kann ich jetzt nicht mehr essen? Willst du mich verarschen? Warum kann ich die nicht essen? Ah, jetzt. Ich liebe Torkettlangel, ja, aber es hat manche Bugs. Ganz, ganz kleine. Aber manche. Naja, okay, dann kann ich wieder nicht fressen, was soll's. Also gut genug geht's mir ja gerade. Oh, heftig.
Okay, dann markiere ich hier nochmal durch und gucke, ob ich mich irgendwie mit 30 Jahren paaren kann, weil irgendwie, das ist doch voll bescheuert, wenn ich mich nicht paaren kann. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ist ja blöd. Naja, gucken wir mal, ob ich halt mal hier den Yoyogi-Park und gucke. Ich meine, ich bin jetzt alleine auch schon ordentlich weit gekommen, aber irgendwann muss das Tier doch mal sterben. Tiermensch, Homo erectus, so, Political Correctness. Political Correctness heißt es ja so schön. Vor allen Dingen sind da ja überall diese Mistplätze, das heißt, also irgendeine Bewandtnis müssten die ja haben, sonst hätten die ja irgendwie einfach nicht markiert beim Homo erectus. Die hätten einfach sagen können, ah ja, da markierst du halt, aber die Nistplätze zeigen wir dir nicht an. Okay, ich bleibe jetzt einfach mal hier, bis ich 30 bin und dann gucken wir mal. Ich weiß auch nicht, wieso 30, ich habe es irgendwie so im Kopf. Kann sein, dass es irgendwie mit 30 dann losgeht. Ah, hier ist 8 mal markiert. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Naja, umso besser. Okay, so, jetzt schauen wir gleich mal. Wir können es aber trotzdem schon mal auf dem Weg nach oben machen. So, jetzt bin ich 30 Jahre alt. Und Pustekuchen. Die Hasen vermehren sich flackartig im Shibuya-Wald. Okay, Pustekuchen, ich kann mich nicht paaren. Das heißt, ich bin dazu verdammt, für den Rest meines Lebens alleine zu sein. Blendet das Meme Forever Alone ein. Ja, blöd. Ja, und wenn ich verreck, verreck ich halt. Naja. Finde ich auch nicht so die beste Lösung, aber mein Gott, wenn sie es wollen muss. Jedenfalls mache ich jetzt einen Artfallpunkt. Man riskiert irgendwie mehr, wenn man zu mehreren ist. Also wenn ich sowieso zu fünf bin, denke ich, naja komm, greifst du halt das Löwenrudel an. So viel Schade ist nicht, wenn zwei Leute sterben. Aber so alleine guckst du halt auch schon jeden Schritt. Planst halt jeden Schritt zweimal durch, um zu gucken, ob das vielleicht packst oder nicht. Flöhe, Ausdauerverlust, verringerte Giftigkeit. So, super. Das ist doch genau das, was wir brauchen. Ich sage, ich bin nicht so eine Itemverwenderin, aber gelegentlich muss das doch auch mal sein. Wenn es nicht Tiere, Yogi Park. Oh, ja toll, jetzt ist Yogi Park. Ja, ist mir egal. Ich bin nicht hier, um primär Aufgaben zu erledigen. Naja, auch schon. Wir gucken uns jetzt aber das Hasen-Event in Shibuya Wald an. Das habe ich, glaube ich, vergessen zu erwähnen, dass ich nach Shibuya Wald bin und Shibuya Wald bin, jawohl. Ich gehe Shibuya Wald. Und gucke mich Hasen. Ach, der war... Ach ja, toll, da habe ich im Gras auch sowas von gesehen, dass das Vieh kaputt war. So, du bist jetzt aber nicht kaputt? Okay. Ja, manchmal folgt das Spiel meine Entscheidung. Vielleicht würde ich mit dem Homo erectus die 100-Jahre-Trophy auch gut kriegen. Ich meine, ich komme ja offenbar ganz gut rum. Ich lebe jetzt irgendwie schon seit 30 Jahren vor mich hin. One-Hit einfach so gut wie alles, was mir unter den Schnabel kommt. Also den Homo erectus dürft ihr auch vorschlagen. Küken ist offiziell verboten. Und ich muss mal gucken, was für Tiere noch in die offiziell verbotene Liste kommen. Nein, nicht die Hyäne. Die ist okay. Die kann wenigstens was. Oh, fuck. Ich dachte, ich erwische den jetzt so am Arsch, die Waldfee. Ah, der Löwe ist auch deutlich schneller als ich. Aber auch deutlich blöder. Er läuft einfach in die Bahn rein. Ah, Trottel. Ah, jetzt sieht er mich wieder. Ah, blöd. Blöd, 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 blöd. Und tschüss. Ah, ich sag euch was. Nach den Klausuren, ey. Nach den Klausuren fresse ich so ein richtig geiles Ben Cherry Eis. Das habe ich mir dann verdient. Ich liebe Ben & Jerry's. Es ist einfach nur geil. Es ist einfach unglaublich lecker. Das Zeug besteht zu 80% aus Sahne und Fett und weiß ich nicht. Ich möchte auch ehrlich gesagt nicht drüber nachdenken, aber ich sag euch, wenn ich die Klausuren gepackt habe, hole ich mir so ein geiles Ben & Jerry Half-Baked. Oh, das wird so geil. Das wird so geil. Ich belohne mich aber auch, muss ich gestehen, ganz gerne mal selbst, weil ich finde, das kann man ruhig mal machen. Man kann sich ruhig mal, wenn man was Gutes oder wenn man was geschafft hat, wenn man, keine Ahnung, die Klausurenphase hinter sich hat oder vielleicht nicht unbedingt, wenn man 15 Kilo abgenommen hat, ein Eis essen, aber belohnen auf jeden Fall. Oder wenn man, keine Ahnung, einen besonders bekackten Tag hinter sich hat oder sonst irgendwas, wenn man sich auf jeden Fall angestrengt hat, dann denke ich, kann man sich auch belohnen. Ich belohne mich halt
leider gerne mit Süßigkeiten, muss ich sagen. Aber mein Gott, was soll's. Ich belohne mich aber auch gerne mit Puppen. Ich habe euch ja gestanden, dass ich diese Monster-High-Puppen sammle und die mit denen belohne ich. Oh, fuck! Das ist ja geil. Scheiße, Alter. Wie pervers war das denn gerade? Gott, wie viele das sind. Das ist ja unnormal. Geil. Wach und Schuhe. Jetzt dürfte ich aber eigentlich alle Wach und Sachen haben. Die Trophy fehlt mir nämlich auch noch. Ja, womit belohnt ihr euch denn gerne? Wenn ihr einen schweren Tag hattet oder, keine Ahnung, eine Klausur gut gepackt habt oder sonst irgendwas, sind das bei euch auch die bösen Süßigkeiten oder sind es bei euch andere Sachen, mit denen ihr euch belohnt? Irgendwie, keine Ahnung, ein langes Bad? Würde ich ja eigentlich auch gerne nehmen, aber ich habe hier leider keine Badewanne. Ich habe hier nur das, was man ein Duschen nennen könnte. Also im Prinzip ist es ein Duschkopf. Wow, geil. Massenschlacht. Juhu! Also es ist ein Duschkopf an der Wand und halt ein Duschvorhang. Aber wirklich abgetrennt von meinem Bad ist es nicht, weswegen ich dann immer halt den Boden wischen muss. Das ist ja geil. Also es macht mir nichts aus, aber Dusche ist halt sehr nett ausgedrückt. Oh, ich vermisse die Badewanne auch nicht so krass, muss ich gestehen. Ich war letztens in der Badewanne, nicht bei mir, sondern woanders. Hab gebadet, das war cool, so eine halbe Stunde einfach mit einem guten Buch. Oh, das war super. Eigentlich nur noch der Kakao gefehlt. Ja, bei mir in der Wanne wird kein Wein getrunken, sondern Kakao. Es ist Klischee, dass Frauen immer Wein in der Badewanne trinken. Ich könnte ja eigentlich zurück in die Kanalisation gehen. Ich könnte es aber auch lassen. So, jetzt war ich eigentlich überall mal und könnte es eigentlich mal langsam Abflug machen, oder? Wie lange haben wir denn? Ja, 40 Minuten. Ah ja gut, dann warte ich jetzt, bis ich an Gift sterbe und nehme noch ein paar Hasen mit in den Tod. Die da hinten raffen mal wieder nix. Sie verstehen es einfach nicht. Genau wie Lilly. Lilly versteht es einfach nicht. Die guckt immer so, als hätte sie keine Ahnung, wovon du eigentlich gerade redest. Und deswegen ist der Standardspruch, Lilly versteht es einfach nicht. Ach, es ist gar kein Gift mehr. Ah ja gut, dann warte ich, bis ich an Hunger sterbe. Naja, was soll's. Aber mein Gift steigt immer noch. Wo ist es denn gerade verschmutzt? Laufen wir da gerade mal hin, wo es verschmutzt ist. Okay, also die Trophy für 100 Jahre Überleben habe ich jetzt, glaube ich, nicht in Gefahr zu kriegen. Aber die Folge kann auch keine 3 Stunden lang werden und ich meine, ich hatte es nie wirklich, also so wirklich, wirklich die Gefahr zu sterben. Deswegen bringe ich mich jetzt einfach mal selber um. Die Anzahl der Hasen für Boyerwald ist gesunken. Ja, das war echt, sorry. Ich wusste nicht, dass ich das nicht durfte. Was bringt mir dieses Reisebett denn? Ich kann mich nicht mehr paaren. Das ist doch total bescheuert, ehrlich, ey. Überall hast du dein Nest, aber nirgendwo kannst du dich paaren. Ein Panda! Ich will ihn nicht umbringen. Ah, hier liegen überall nur Knochen und so ein Scheiß rum. Oh ja. Vielleicht machen die mich auch platt. Gott, ich rede heute wie Yoda. Habe ich Star Wars nicht mal gesehen. Scheiße. Ja, ich habe Star Wars nicht gesehen. Okay. Gut. Ich habe Star Wars nicht gesehen. Und tut mir auch nicht leid. Ich finde Star Wars blöd. So. Oh, hier sind überall Bären. Oh, die fressen mich doch. Ich meine, ich steppe sowieso weg. Soll ich... Ach nein, ich kratze cool ab. Tötet mich. Tötet mich. Ich kämpfe noch. Ich kämpfe. Okay. Also ich krieg sowieso nicht mehr viel hin, aber ich kämpfe wenigstens um mein Leben. Und ja, ich bin tot. Okay, fett. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Homorektus vorschlagen. Ich hätte wenig dagegen, der ist cool. Ja, awesome. Da habe ich mich doch, glaube ich mal, echt gut geschlagen. Also das würde ich zumindest jetzt mal behaupten, dass ich mich gut geschlagen habe. Was sagst du, Lilly? Lilly sagt Schnurr. Oh, au. Die mag es nicht, wenn man ihren Bauch anfasst. Kleine Diva. Generationswechselpunkte 0. Ah, ich hätte auch mehr gekriegt. Und ich krieg nur 1,0 Tierrad. Oh, ihr seid doch bescheuert. Na gut. Das war auf jeden Fall schon mal richtig, richtig cool. Der nächste DLC-Special wird dann der Büroangestellte. Cool.
Und wenn ich dann in einem halben Jahr check, dass im Februar neue DLCs rausgekommen sind, werde ich die Specials dann auch noch machen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!